Ja, ich habe jetzt eine etwas größere Aufgabe, weil ich habe ein Wort vom Herrn empfangen am 13., also erst wenige Tage her, 13. Oktober, und das ist durchaus herausfordernd, würde ich mal sagen. Herausfordernd, weil es ganz anders ist als das, was wir normalerweise so empfinden. Aber ich möchte erst so schrittweise darauf hinführen, und ich beginne mit zwei Zitaten von Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, der im letzten Dezember verstorben ist, der war ja bekannt für wirklich coole, magische Sprüche und auch für sehr kurze Statements, die richtig auf den Punkt gekommen sind. Und da hat er eins geschrieben, und da bezieht er sich auf die Story von Simson. Simson war mit seinen Eltern unterwegs, und da kamen sie in die Weinberge von Timna, und irgendwie ist er von einem Junglöwen attackiert worden. Ein Junglöwe ist auf ihn zugekommen und wollte ihn attackieren. Und dann heißt es, dass er hingegangen ist und den Junglöwen einfach zerrissen hat. Zerrissen hat. Ne? Gut, und daraufhin schreibt Reinhard Bonnke: Simson begegnete auf dem Weg nach Timna einem Löwen. Der Gottesmann floh nicht. Und es geschah etwas, was der Löwe nicht kannte. Über Simson geriet der Geist des Herrn. Halleluja! Eine Beute zu jagen, steigert den Appetit des Löwen. Dieser Mann aber stellte sich dem Löwen. Das wilde Tier sah sich selbst einem wilden Mann gegenüber und wollte knurrend davonschleichen. Doch es war zu spät. Mächtige Arme packten zu. Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen zerreißen. Und jetzt kommt das, worauf Reinhard hinaus will, das Fazit davon. Er sagt: Die Gemeinde Jesu ist nicht zur Verteidigung geschaffen. Die Pforten der Hölle sollen gestürmt werden, nicht gescheut werden. Angriff ist die beste Verteidigung. Statt die Anschläge des Teufels abzuwenden, wende das Blatt und starte eine Invasion in Satans Territorium. Das ist interessant. Er war jemand, der das gemacht hat. Er ist jemand gewesen, der richtig vorwärts gegangen ist und Millionen und Millionen und Millionen aus den Klauen der Finsternis gerettet hat, und jemand war, der weiß, wovon er gesprochen hat. Ich finde das so interessant, die Formulierung. Die Gemeinde Jesu ist nicht zur Verteidigung geschaffen, aber wenn du dich im Land umschaust, dann denkst du, die Gemeinde Jesus ist fast dazu geschaffen, sich zu verstecken, zu verkrümeln, ja, alles zu akzeptieren, alles zu fressen, überall dich zu ducken. Ja. Ich glaube, dass da ein ganz großer Irrtum vorliegt. Die Pforten der Hölle sollen gestürmt werden, nicht gescheut werden. Statt die Anschläge des Teufels abzuwenden, wende das Blatt und starte du eine Invasion in Satans Territorium. Sehr kernig. Noch ein zweites Zitat. In einer teuflisch verführten Welt dringen unsere Gebete wie Laserstrahlen durch die Dunkelheit. Sie werden zu Kanälen, durch die Gottes Segnung die Erde erreichen und die Kraftströme von Golgatha und der Auferstehung übermitteln. Fürbitte blockiert die Funkwellen des Teufels. Halleluja! Das ist eine gute Aussage. Fürbitte blockiert die Funkwellen des Teufels. Sicher leistet der Teufel Widerstand. Und die Welt heult protestierend auf, denn sie waren lange recht ungestört. Und die Werke Satans zahlreich, doch sie müssen gehen. Der Sohn Gottes kam in die Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist die Wahrheit. Er spricht hier von Gebet und welche Power Gebet hat und wie Gebet wirklich Dinge verändern kann. Wie Gebet tatsächlich, wie Kanäle sind, durch die Kraft Gottes auf die Erde fällt. Diese beiden Zitate finde ich von daher bemerkenswert, weil sie zeigen, dass wir als Volk Gottes vorwärts gehen müssen.
vorwärts marschieren müssen und sich zurückdecken müssen. Wir sind eine Armee. Ja, die Bibel beschreibt uns so. Und eine Armee, die nicht vorwärts marschiert, da ist irgendwas faul. Ja, wir sind nicht dazu geschaffen, irgendwelche Dinge zu verteidigen und gerade über die Runden zu kommen, sondern der Herr hat uns beauftragt, das Land einzunehmen, die Welt einzunehmen, das Evangelium überall zu verkündigen und die Werke des Feindes zu zerstören. Nun, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, 1. Johannes 3, Vers 8, da heißt es, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dann kommt die eigentliche Aussage, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und dann sagen sie, naja, das war Jesus, der hat die Werke des Teufels vernichtet. Jawohl, Jesus hat den absoluten Sieg gegen die Mächte der Finsternis errungen. So, aber es gehört nicht viel dazu, du brauchst dich nur umzuschauen und du siehst, wie die Finsternis, wie die Mächte der Bosheit überall Böses tun. Also wirklich, du brauchst nur eine x-beliebige Zeitung aufzuschlagen oder eine x-beliebige Sendung dir anzuschauen. Du siehst überall die Machenschaften des Bösen. Wir sind beauftragt, diesen Sieg Jesu, den er errungen hat, umzusetzen. Ja? Denn wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt. Und als Volk Gottes sind wir der Leib. Und der Feind ist unter unseren Füßen. Da gehört er hin. Und da muss er auch bitte schön hin positioniert werden, wenn wir siegreich vorwärts marschieren. Und mein Punkt heute ist, glaube ich, der, dass ich sage, als Christen in Deutschland, als Volk Gottes, müssen wir in Position kommen, müssen wir aufstehen, müssen wir anfangen, die Waffen zu nehmen und wir müssen, und ich meine müssen, wenn ich sage müssen, wir müssen uns bereit machen für den Kampf, der uns verordnet ist. Es ist keine Zeit mehr für Happy-Clappy-Gottesdienste und für irgendwelches Rumgeschlafe und sonst was, sondern wir befinden uns in einer Zeit, die wirklich herausfordernd ist. Und als Volk Gottes ist es notwendig zu wissen, in welchen Kampf wir gestellt sind, welchen Lauf wir zu laufen haben und was der Herr von uns erwartet. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, um den es mir heute geht. Gut, bevor ich jetzt da näher einsteige, möchte ich kurz was erklären nochmal, und zwar zu Tim Sheets. Das ist der Autor dieses Buches hier, Armee der Engel. Ein ganz grandioses Buch, was wir bei uns im Shop anbieten. Ein Buch, wo es eben um die Invasionstruppen des Himmels geht, über die Erde, in der wir uns jetzt befinden, über die Situation. Und da hat er eine Prophetie schon 2013 weitergegeben. Und von dieser Prophetie habe ich auch ein PDF. Wenn dich das interessiert, schreib mich einfach an per E-Mail bitte. Und dann schicke ich dir das einfach zu. Also kein Problem, ist einfach nur 2 oder 2,5 Seiten PDF. Und in dieser Prophetie geht es um etwas, was gleich in dem Text, den ich dir vortragen werde, vorkommt. Und da lese ich dir mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Prophetie vor, die auch hier in diesem Buch von mir, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, enthalten ist. Da heißt es, unser großer Gott setzt gerade eine unglaubliche Armee auf der Erde frei. So eine Kriegsmacht hat es in der ganzen Geschichte noch niemals zuvor gegeben. Gott sagt, sie werden meine Kampfadler genannt werden. Aus ihnen wird meine Adlerarmee bestehen. Und diese Adlerarmee wird sich mit meinen Engelsheerscharen und meinem Überrest an Kriegshelden zusammenschließen. Es erhebt sich eine Generation junger Kämpfer, die sich mit den übrig gebliebenen Kämpfern, die sich bereits jahrelang in ihrer Berufung bewährt haben, zusammenschließen werden. Und diese werden nun meine Kampfadler genannt werden. Das heißt, eine Engelsarmee marschiert über, ich sag mal, die nördliche Hemisphäre. Christen, die schon lange dabei sind, schließen sich an und Leute, die sich neu bekehren, schließen sich an, um dieses Reich Gottes in einer ganz anderen, nie gesehenen Dynamik auszubreiten. Kein einziges Königreich wird ihnen widerstehen können. Meine einzigartige Adlerarmee wird die Welt durch die Intensität, mit der sie für mich eintritt, aufrütteln. Diese kommende Generation der Kampfadler wurde für die Belagerung der Erde durch die Hölle herangezogen und ausgesondert. Und nun werden sie losgesandt. Das heißt, Tim Sheets hat damals schon gesagt, es wird eine Zeit geben, wo es eine
wie eine Belagerung der ganzen Erde geben wird durch höllische, teuflische, dämonische Kräfte. Also dazu gehört wirklich nicht viel, um zu merken, dass was momentan weltweit passiert, wir in einem extremen, herausfordernden Zustand sind, den es noch niemals in der Weise vorher gegeben hat und der unermesslichen Schaden anrichtet, wo Millionen und Millionen Millionen vom Hungertod allein bedroht sind und so weiter, wo Elend und Not über die Erde geht, wie wir es bis jetzt noch gar nicht vorstellen können, hier schon gar nicht in unserem beschützten und behüteten und bestens versorgten Mitteleuropa, was jetzt schon los ist und was in wenigen Monaten noch viel schlimmer werden wird, auf der Erde momentan, durch einfach die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, die im Verhältnis zu der Ursache vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind. Für mich ist das eine Invasion der Hölle oder eine Belagerung der Hölle gegen alles, was gut und richtig und schön und lebenswert ist. Ja? So, und da sagt der Herr, es wird eine Armee von Engeln geben, die ich losschicke und die diese Finsternis zurückdrängt. Sie werden sich nicht beugen vor den Feinden ihres Gottes. Sie werden feindlichen Königen keine Anerkennung zollen. Achtung, sie werden der Propaganda und den Beleidigungen der Hölle kein Gehör schenken. Und sie werden es nicht zulassen, dass ich mit anderen Göttern, die keine Götter sind, in einen Topf geworfen werde. Meine Kampfadler, sowohl Junge als auch der Überrest der Veteranen, werden sich nun mit mir erheben, sagt der Herr. Und sie werden ein Jagdgeschrei ertönen lassen und auf mir in die Schlacht reiten. Sie werden teuflische, grausame Regime bekämpfen. Sie werden den gequälten Gefangenen Befreiung bringen. Sie werden nicht aus Angst kapitulieren, obwohl sie umzingelt sind und so weiter. Das ist das, was eigentlich der Job der Gemeinde ist. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Weißt du, es gibt so viele Leute in der Christenheit, die sitzen im Stübchen und rechnen aus, wann die Entrückung kommt. Das ist so der Horizont, das ist ihre Perspektive. Ich halte das für entsetzlich. Jesus hat uns Aufträge gegeben, die absolut unmissverständlich sind. Wir sollen den gesamten Erdkreis zu Jüngern machen. Und dann kann man sich nicht einfach hinsetzen und irgendwas tun, was der Herr uns nie geboten hat und denken, er ist super zufrieden mit uns. Wir haben einen Job zu tun. Und dieser Job ist, die Gefangenen frei zu machen und die gebunden sind, loszumachen und einfach das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen und in der Macht von Zeichen und Wundern und Kraft im Heiligen Geist vorwärts zu gehen. Das ist das, was er von uns erwartet. Das ist das, wozu er die Gemeinde beauftragt hat und nichts anderes. Und ich möchte jetzt hier meinen eigentlichen Vortrag mit einer super wichtigen Bibelstelle beginnen. Die wirst du wahrscheinlich kennen, aber schreib sie dir ruhig nochmal auf. Epheser 6, Vers 12 bis 13. Eine super wichtige Bibelstelle. Was danach kommt, direkt im Anschluss, das kennen alle. Das ist die geistliche Waffenrüstung. Aber hier ist eine extrem gehaltvolle Aussage. Hier gibt es 5 Punkte. Denn unser Kampf ist nicht. Aha, nicht. Und das ist der erste Punkt. Gegen Fleisch und Blut. Wichtig. Unser Kampf, das heißt, wir haben einen Kampf. Paulus wendet sich an die Gemeinde. Das ist für dich und mich geschrieben. Unser Kampf. Du hast einen Kampf zu kämpfen. Ja? Dein Kampf. Dein Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht auf der irdischen Ebene, es geht nicht auf der natürlichen Ebene. Du brauchst niemanden zu attackieren, du brauchst nicht im Persönlichen irgendwelche Leute zu bekämpfen oder zu irgendwie da zu agieren. Das ist nicht unser Level. Auf dem Level kämpfen wir gar nicht. Das kannst du den Politikern überlassen oder irgendwelchen Nichtchristen. Wir gehen auf einem ganz anderen Level in den Kampf, ja, im Geist. Ne? So, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern dein Kampf ist. Und jetzt kommen 4 Punkte, wogegen du und ich zu kämpfen haben. Erstens, gegen die Gewalten. Zweitens, gegen die Mächte. Drittens, gegen die Weltbeherrscher. Die Weltbeherrscher.
Das griechische Wort, was hier verwendet wird, heißt Kosmokrator. Kosmokrator. Ja? Die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Viertens, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Oha, die Bibel sagt, du hast einen Kampf zu kämpfen und der Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern auf der geistlichen Ebene gegen Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, geistige Mächte der Bosheit. Wo sind die? In der Himmelswelt. Wörtlich heißt es da, in den himmlischen Welten. Ich frage mich immer, wenn es in der Bibel, warum sie das nicht hinschreiben. Dann machen eine Klammer, schreiben wörtlich und dann schreiben sie das, was da eigentlich stehen müsste. Ganz eigentümlich. Also wörtlich steht da, in den himmlischen Welten. Das ist der Kampf, der dir und mir verordnet ist. Und dann geht es weiter. Deshalb, wegen diesem Kampf, deshalb, weil du einen Kampf hast im Geistlichen, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Weißt du was? Wenn du nicht kämpfst, brauchst du die nämlich nicht. Eine Gemeinde, die nicht bereit ist zu kämpfen oder Christen, die nicht bereit sind zu kämpfen, brauchen keine Waffenrüstung. Es ist überhaupt nicht notwendig. Ja? Ja? Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Weißt du, wann der böse Tag ist? Jetzt ist der böse Tag. Was momentan weltweit passiert, das ist der böse Tag. Das ist etwas, was nicht den Absichten Gottes entspricht. Das ist eine widergöttliche Manifestation. Und ich persönlich glaube, dass die Hölle alles, was sie an Ressourcen hat, ausgekippt hat. Ein Pastor, den wir sehr schätzen, der hat immer gesagt, die Hölle leert die kompletten Taschen. Da bleibt nichts mehr. Zum Ende der Tage kippt der Feind alles in die Schlacht, was nur da ist. Und das ist das, was momentan über den Globus geht. Und dazu braucht man nicht weit zu gucken. Du siehst es doch überall in all den Nachrichten. Du bekommst es doch mit. Da sind so viele unfassbare Mächte von Bosheit, auch von Lüge, von Propaganda, von Manipulation, von Unwahrhaftigkeit und so weiter, einfach freigesetzt. Ja? Von Angst, von Panik, von Sorge, die fast die ganze Menschheit versuchen, in den Klammergriff zu bekommen und zu knechten. Das ist der böse Tag. Und das Volk Gottes, ja, hat, wie gesagt, nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte, die hinter diesem bösen Tag stehen. Das ist unser Job. Das haben wir zu tun. Und wenn wir was anderes tun, dann sollten wir uns ernsthaft überlegen, ob wir auf der Agenda des Herrn sind. Ja? Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass wir den Missionsbefehl umsetzen, und zwar genauso, wie er geschrieben hat. Und nicht irgendwas, was uns vielleicht ganz gut und doll erscheint, wovon aber das Neue Testament kein Wort sagt. Ne? Zu dieser markigen Aussage hier, die wirklich, wirklich wichtig für dich und mich ist, zwei Verse. Der eine auch im Epheser 1, Vers 3. Da geht es nochmal um diese himmlischen Welten. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten in Christus. Ey, das musst du erstmal verinnerlichen, was das bedeutet. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Du bist komplett gesegnet. Wo? In den himmlischen Welten. Wo findet die Schlacht statt? Aha, in den himmlischen Welten. Genau da. Du bist gesegnet in der Himmelswelt und du kämpfst in der Himmelswelt. Verstehst du? Du bist komplett ausgerüstet in der Himmelswelt. Es ist alles da. Aber du hast zu kämpfen in der richtigen Art und Weise. Wer nicht kämpft, ist schon besiegt. Ja? Oder wie es ein Pastor immer sehr schön gesagt hat, wer nicht dem Teufel widersteht, wer nicht gegen den Teufel angeht, der läuft irgendwann mit ihm. Und leider ist das etwas, was man momentan sehr, sehr, sehr verbreitet sieht. Und dann der zweite Bibelvers, den ich dazu lesen möchte. Also da ging es hier jetzt um die himmlischen Welten, ne, in dem uns diese Epheserstelle genannt wird. Und dann hier nochmal was zu Gewalten und Mächten. In Römer 8, Vers 38, 39 finden wir das. Und das ist eine super bekannte Bibelstelle auch. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, die Gewalten kennen wir doch, das sind die, gegen die wir ankämpfen sollen, ne? Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du hast sagenhafte Verheißung.
gesegnet in der Himmelswelt, zu kämpfen in der Himmelswelt und absoluten Schutz in der Himmelswelt. Ja, Gewalten und Mächte können uns nicht von der Liebe Christi scheiden. Er ist da, er beschützt uns, er behütet uns, er geht mit uns. Aber wir haben was zu tun. Wir haben in den Kampf zu gehen, wir haben etwas umzusetzen, wir haben das Evangelium weiterzugeben. Wir haben aus unserer bequemen Sofaecke rauszukommen. Ja, dieser Komfortzone. Ey, wenn du es noch nicht kapiert hast, es ist echt Zeit, dieses Ding hinter dir zu lassen. Ja, und es ist echt Zeit, den Fernseher auszulassen und loszugehen und Reich Gottes zu bauen und zu verkündigen. Hör auf, dich wie alle Welt bespaßen zu lassen, sondern fang an, dich wie ein Mann Gottes oder wie eine Frau Gottes zu benehmen. Gut, ich glaube, oder das heißt, ich weiß, Gott ist natürlich der Herr der Geschichte. Er sieht alles. Ihm ist nichts verborgen. Er sieht auch das Leiden seiner Kinder. Er sieht jede Betrügerei. Er sieht jede Tat der Finsternis. Alles, alles, was läuft. Er sieht es. Und weißt du, diese Protagonisten von dem, was momentan da abgeht in der Welt, irgendwann wird jeder, ausnahmslos jeder, sei er massiv beteiligt oder sei er einfach nur ein Mitläufer, jeder wird vor dem Thron Gottes stehen. Jeder wird für seine Werke gerichtet werden. Jeder. Und ich will dir eins sagen, dann möchtest du mit niemandem tauschen. Wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du vorwärts gehst im Glauben, den der Herr dir gegeben hat. Du möchtest mit niemandem tauschen, weil die Zukunft, die Ewigkeit, für diejenigen, die jetzt sich zum Werkzeug des Feindes machen, ist entsetzlich, ist fürchterlich. Ja? Alles ist vor Gott offenbart. Auch wenn du attackiert wirst vom Feind. Jede Betrügerei, alles, alles, alles. Er weiß alles. Und alles wird ans Licht kommen. Alles wird offenbar werden. Alles wird gerichtet werden. Weißt du, das ist für viele, viele Menschen alles andere als eine gute Nachricht. Aber für uns, die wir akzeptiert haben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, die wir das Heil angenommen haben, die wir die Rettung, die er für uns hat, angenommen haben, für uns ist das das Beste und Schönste, was wir uns vorstellen können. Ja? In Ewigkeit bei ihm zu sein, in seinem wunderbaren Licht, in seiner Herrlichkeit. Für die anderen, die dieses Licht jetzt schon nicht haben wollen, bleibt die Ewigkeit in Finsternis. Und das ist unvorstellbar entsetzlich. Ich glaube, dass wir als Volk Gottes beauftragt sind, die Werke der Finsternis bloßzustellen, offenbar zu machen, klar zu machen und das, was Gott unseren Auftrag gegeben hat, umzusetzen. Seine Pläne umzusetzen, seine Maßstäbe umzusetzen, das zu tun, was er gesagt hat, was er tun will durch sein Volk. Ja? Und ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass uns er dazu ausgerüstet hat, dass wir alles haben, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, nicht wahr? Ich glaube, dass wir dazu beauftragt sind, weil er sagt, dass wir Könige und Priester sind. Das heißt, wir haben königliche Autorität und wir stehen im priesterlichen Dienst. Das ist unsere Position im Geist und die müssen wir wahrnehmen. Wir sind keine besiegten armen Erdenwürmchen, die ums geistliche Überleben kämpfen und gerade so von einer Versuchung bis zur anderen sich versuchen zu retten, ja, und zu überleben. Nein, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Christus ist in dir. Du musst dir bewusst sein, wer du bist. Christus ist in dir die Hoffnung der Herrlichkeit, ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, König und Priester. So lesen wir hier in 1. Petrus 2, Vers 9. Und das gilt für dich. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1. Petrus 2, Vers 9. Königliche Priesterschaft. Ja? Das kannst du über dir aussprechen. Das kannst du über dir proklamieren, indem du sagst, ich gehöre zu dem auserwählten Geschlecht. Ich bin in der königlichen Priesterschaft. Ich gehöre zum heiligen Volk, zum Volk des Eigentums. Dass ich verkündigen soll die Wohltaten dessen, der mich von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Es ist für dich.
Oder Offenbarung 1, Vers 5. Da heißt es, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, du bist schon dazu gemacht. Du bist König im Geist. Du bist Priester im Geist. Und du musst als solcher agieren. Wenn du kein Verständnis für deine Position, deine Identität, deine Autorität hast, dann ist es gefährlich, weil der Feind dann entsprechend gegen dich agiert. Ja? Du musst wissen, wer du bist. Und das ist eines der ganz großen Themen bei uns, bei Gottes Haus. Einfach dir bewusst zu machen, welche Identität du hast, welche Position du hast, welche Autorität du hast, welche Möglichkeiten du hast und wie du vorwärts gehen kannst, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und dann sagt die Bibel noch, dass wir Botschafter sind, Gesandte an Christi Stadt. Weißt du, ein Botschafter zur damaligen Zeit war ein super hoher Titel. Weil zur Zeit Jesu war es so, dass dieser Botschafter oder Gesandte, der hat ja im Namen des Herrschers gesprochen, war vielleicht monatelang irgendwohin unterwegs und die Informationswege, die dauerten ja irre lange damals. Ja? So, wenn also von Rom aus beispielsweise ein Botschafter nach Jerusalem ging, der war Wochen unterwegs. So, und das heißt, da mussten Leute sein, die absolut vertrauenswürdig für den Herrscher waren. Das mussten, waren häufig Verwandte, das waren Leute, denen er vertraut hat, weil die hätten ja ruckzuck dort irgendwelche, was weiß ich, Aufstände machen können oder sich selbst zum Herrscher erklären können oder irgendwas anzetteln können. Das waren absolute Vertrauenspositionen. Ja, die haben im Namen des Herrschers gesprochen in einem fremden Land. Exakt das sagt Jesus von dir und mir. Er sagt, du bist Gesandter und du sprichst in meinem Namen in dieser Welt. Du bist nicht von der Welt, aber du bist noch in der Welt. Und in der Welt agierst du in meinem Namen. So, das ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung, für die wir auch dem Herrn Rechenschaft geben müssen. Aber es ist auch eine ganz große Autorität, wo wir wirklich vorwärts gehen können. Und keine Macht der Hölle kann sich dagegen stellen. Das war das, was Reinhard Bonnke zu Anfang gesagt hatte. Ja? Wir sind nicht zu Verteidigungszwecken gemacht. Wir sind dabei, einfach für die Wahrheit aufzustehen, für das Reich Gottes aufzustehen, fürs Licht aufzustehen. Und wir lassen uns hier nicht vorführen von irgendwelchen komischen Mächten. Ja? So, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Uns geht es sehr, sehr häufig bei uns, wenn wir beten, um diese Offenbarwerden von Licht. Wir beten um Licht. Ja? So wie es hier heißt, er hat uns von der Finsternis zu seinem Licht berufen. Ja? Er hat uns da hineinberufen. Und so beten wir, dass Licht kommt, dass Licht Offenbarung bringt, dass Licht Wahrheit bringt, dass Licht Erkenntnis bringt. Und zwar für die guten Werke und für die bösen Werke. Wenn Licht kommt, wird einfach offenbar, was eigentlich gerade läuft. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das kommt. Und da gibt es auch eine super coole Bibelstelle. Johannes 3, ab Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist allerdings wahr. Ja, das ist richtig. Das sieht man überall. Die Menschen lieben nicht das Licht, sondern sie wohnen in der Finsternis und beschäftigen sich mit der Finsternis, denn ihre Werke waren böse. In der Finsternis, die Werke sind böse. Ne? Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Ist es nicht interessant, dass so viele Leute sich davor fürchten, dass irgendwas ans Licht kommt, offenbar wird? Bekannt wird? Warum? Warum haben Politiker Angst davor, dass Dinge ans Licht kommen? Wenn sie was Gutes tun, braucht man keine Angst zu haben. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das heißt, im Licht wird einfach offenbar, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist zwingend notwendig. In der jetzigen Phase, wo so viel Verwirrung ist, so viel Lüge ist, so viel Unklarheit ist, man weiß überhaupt nicht, auf was man sich verlassen kann,
brauchen wir dieses Licht. Wir müssen sehen, das ist die Wahrheit, das ist ein gutes Werk und das ist was Böses. Ja, es ist entscheidend für uns. Ne? Denn das Licht, dieses erkennbar machen, dieses Aufzeigen, dieses Bloßstellen, das ist genau das, was, wozu wir aufgerufen sind. Wir sollen die Werke der Finsternis bloßstellen. Ja, durch das Licht. Ich glaube, viele, viele von uns kennen eigentlich als Kampf nur so den persönlichen Kampf. Den Kampf gegen die Verlockung, den Kampf gegen irgendwelche Sünde, den Kampf gegen, was weiß ich, irgendwelche blöden Filme, die man sich anguckt oder irgendwelche blöden Gedanken oder was auch immer, ja, Betrügereien. So gegen das Fleisch, so diese Art von Kampf, die jeder hat und die jeder hoffentlich auch siegreich irgendwie mit dem Herrn durchgeht. Ja, auch Kampf gegen Verzweiflung vielleicht oder Depression oder was auch immer. Kampf gegen Krankheit. Das ist alles gut, das ist richtig, das ist ein Kampf, den wir haben. Aber es gibt noch einen anderen Kampf, in dem der Herr uns haben möchte. Es gibt noch etwas anderes, ja, wo er uns einsetzen möchte. Es gibt einen geistlichen Kampf, wo wir die Dinge des Reiches Gottes umzusetzen haben. Und das ist das, was wir auch bei uns mit der Gebetsgruppe, die wir gestartet haben, umsetzen wollen. Wenn du es vielleicht noch nicht gehört hast, wir haben hier von Gottes Haus aus angefangen, eine Truppe von entschlossenen Betern, die ein Verständnis genau für diesen geistlichen Kampf haben, zu gründen. Und wir nennen die Nissi-Beter. Das ist ein Begriff aus dem Alten Testament, Nissi. Yahweh Nissi ist ein Name des Herrn, bedeutet der Herr mein Feldzeichen. Ist eine interessante Story, wo der Begriff herkommt. Nissi-Beter. Eine Gruppe von Betern, die wissen, dass sie in der geistlichen Autorität vorwärts gehen und im Geist, im Gebet, die Dinge unserer Länder, auch in Europa, verändern oder beeinflussen können. Aber wo es nicht um persönliches Gebet geht, wo es nicht um irgendwelche, wie soll ich mal sagen, auf der Ebene geht, sondern wo man sagt, okay, ich lasse mich rufen in eine Gebetsarmee, nenne ich sie mal, die wirklich vorwärts geht, um Reich Gottes umzusetzen. Vielleicht ist das was für dich. Dann schreib uns einfach mal an. Ich schicke dir ein paar Informationen, dass du schauen kannst, okay, ist das was oder nicht. Viele, denen ich was geschickt habe, sagen, nee, ist doch nichts für mich. Aber einige sind dabei schon und wir haben schon gute Zeit und wir merken, es geht in eine sehr gute Richtung. Nissi-Beter. Also, falls das was für dich ist. Ja, so, nochmal, Gemeinde oder Volk Gottes war nie zu Verteidigungszwecken gedacht. Es war niemals dazu gedacht, irgendwie so ein bisschen Claim abzustecken und den gegen die böse Welt zu verteidigen. Nein, wenn du die Missionsbefehle Jesu siehst, geht es also von hier aus, von Jerusalem, geht er bitte weiter und weiter und weiter und weiter und dann alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Hey, weißt du was? Wir sind Lichtjahre davon in Deutschland entfernt, das, was der Herr uns gesagt hat, auch nur anzutatschen. Wir haben den Missionsbefehl in unserer Nation in keiner Weise umgesetzt. Die Anzahl der Christen ist weit, 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 also der bibelgläubigen, wiedergeborenen Christen, weit, weit unter dem, was weltweit in der Missionslehre als Maßstab gilt, ob ein Land noch Missionsfeld ist oder nicht. Deutschland ist eines der größten Missionsländer der Welt nach dieser internationalen Kategorisierung von Mission. Ja, es ist ganz interessant. Ne? Und wir haben als Armee wirklich vorwärts zu gehen und dürfen uns nicht wegducken. Hier, also es ist ja so, als ob es bei diesem komischen Corona-Kram jetzt wirklich ans Licht kommt, wie viele Christen sich wegducken und also sowas von politisch korrekt sind und alles fressen und man macht den Krampf mit und macht es noch krampfiger als der Krampf, damit es noch besser passt. Ja, und ich weiß nicht. Wir sind dazu da, die Mächte der Bosheit zu konfrontieren. Ne? So lesen wir in Epheser 5, Abvers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Amen. Im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ihr müsst auch darin wandeln, nicht nur sein. Ne? Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, pass mal auf.
die momentane weltweite, ich spreche immer von weltweit, die weltweite ganze Geschichte mit der Corona-Geschichte, ist da Güte drin? Nein. Es sind brutale Maßnahmen, die brutal umgesetzt werden, wo Leiden an allen Ecken und Enden auftaucht, wo Menschen wirklich in größter Bedrängnis sind. Ist da Gerechtigkeit drin? Nein, überall wird das Recht ausgehebelt. Es ist überall etwas, wo den Menschen ihre Rechte weggenommen werden. Überall auf der Welt. Ja? Ist da Wahrheit drin? Nein. Es ist sagenhaft viel Manipulation und Propaganda und Aufbauschen oder andere Sachen gering achten und so weiter. Es ist diese Aspekte sind da nicht drin. Und dann sagt die Bibel, prüft, was des Herrn wohlgefällig ist. Und dafür sollt ihr einstehen. Und dann geht es weiter und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und jetzt kommt's, Achtung, sondern stellt sie vielmehr bloß. Das ist unser Job, die Werke der Finsternis bloßzustellen. Weißt du, was da eigentlich steht? Sie abzustrafen. Eigentlich steht da, sondern straft sie viel mehr. Straft sie viel mehr, die Werke der Finsternis. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten und wir sind dazu da, um die Werke der Finsternis abzustrafen. Ja, dagegen anzugehen. Dagegen zu kämpfen. Interessant. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Das stimmt. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbart wird, ist Licht. Deshalb, das wichtigste Gebetsanliegen für uns ist Licht. Licht auf das, was läuft. Licht in jeden gesellschaftlichen Bereich. Licht auch auf die Gemeinden. Licht auf die Situation in den Kirchen, in den Gemeinden. Licht auf die Medien. Licht auf die Wirtschaft. Licht auf die Finanzwelt. Licht auf alles. Auf alles, was überhaupt so da ist. Licht, damit man sieht, was eigentlich los ist. Ja? Licht, Offenbarung. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. In diesen Phasen, in dieser Herausforderung, achte darauf, wie du unterwegs bist. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Heißt, man kann in solchen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, unweise sein. Indem man es einfach so wegsteckt oder einen Kopf in den Sand steckt oder so tut, als ob alles ganz toll wäre oder ja, einfach so tut, als ob alles so wäre wie immer oder so. Kauft die rechte Zeit aus. Pass auf, in welcher Zeit du dich befindest und konzentriere dich drauf und tu das Richtige. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dann kommt die bekannte Aussage, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das findest du in Epheser 5, 8 bis 18. Werdet voller Geist. Das ist die Antwort und die richtige Lösung auf all das, was hier steht. Ja, auf diese ganze Sache mit dem Licht. Geh im Geist vorwärts. Werde voller Geist. Lass dich vom Geist erfüllen. Lass dich vom Geist durchdringen. Und als Mensch, der im Geist Gottes vorwärts geht, kannst du Licht sein und kannst die Dinge verändern. Und das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir tun. Das ist keine Option. Wir können nicht sagen, ja, ist ein netter Vorschlag vom Herrn, ist so eine Empfehlung, könnte ich mir überlegen, ja, vielleicht auch nicht, ja, nee, ich habe gerade eigentlich, also nee, nee. Nein! Du wirst Rechenschaft dafür geben müssen. Ich werde Rechenschaft dafür geben müssen. Haben wir das getan, was er gesagt hat? Haben wir uns da entsprechend orientiert? Hey, das ist ein ernstes Wort. Es ist keine Zeit für Happy Clappy. Es ist keine Zeit für irgendwelche, wie soll ich mal sagen, Komfortzone. Es ist Zeit zu kämpfen. Und da denke ich, dass vielleicht auch, ich weiß nicht, über die Jahrzehnte durch falsche Lehre oder was, ich glaube, dass viele Christen da auch irgendwie, weiß nicht, also die erwarten, dass der Herr das alles macht. So nach dem Motto, ja, wir brauchen gar nicht zu kämpfen, der Herr kämpft für uns. Seid stille und seht die Rettung des Herrn. Okay, ja, das kann in einigen Fällen ist das so. Dann war allerdings sagenhafte Bedrängnis
echte lebensbedrohliche, gefährliche Situationen dann jeweils die Ausgangssituation. Ne? Ne? Und sie denken, Gott kämpft für sie den Kampf, der eigentlich für sie bestimmt ist. Weißt du was? Das ist effektive teuflische Propaganda. Wenn du nicht das tust, was Gott von dir erwartet, dass du tust, dann bist du nämlich schon vom Feind überwältigt. Gott sagt, ich möchte, dass du in der und der Weise kämpfst. Und wenn du sagst, nee, das macht der Herr für mich, dann bist du schon überwältigt. Ich glaube, dass viele Christen den Kampf scheuen und ja, das versuchen auf den Herrn zu schieben. Aber der Ball liegt bei dir und der Ball liegt bei mir. Wir müssen unseren Kampf kämpfen. Wir müssen unseren Lauf laufen. Ja, deshalb hast du die Waffenrüstung. Und das ist das, was Paulus immer wieder schreibt. Auch mit dem Lauf, den wir zu laufen haben, bis ans Ende und so weiter. Ja, ich glaube, dass wir in einer großen Gefahr sind als Christen in Mitteleuropa. Nämlich die Anordnung und die Maßstäbe unseres Gottes so dran zu geben gegenüber den Maßstäben und den Wertvorstellungen, dem, was die Welt so sagt, was die Gesellschaft um uns herum sagt. Das ist so das, was politisch korrekt ist und das nehmen wir an. Und was Gott eigentlich sagt, da sagen wir, naja, also das ist jetzt, lassen wir mal ein bisschen liegen. Wenn du in der Bibel schaust, das war immer das Gefahr von dem Volk Gottes. Es war immer die Herausforderung. Und die biblischen Figuren, die wir so schätzen, das sind genau die, die nicht bereit waren, irgendwelche faulen Kompromisse einzugehen. Ich glaube, dass Gott sagt, dass diejenigen, die aufstehen, dass diejenigen, die mutig vorangehen, dass diejenigen, die sein Wort und seine Anordnung über das stellen, was die Welt um sie herum sagt, dass diejenigen, die nicht bereit sind, Kompromisse zu machen, ja, und irgendwie sein Wort zu kompromittieren, dass es genau die sind, die mächtige Zeugen seines Eingreifens werden, die mächtig vorangehen werden, die sehen werden, wie der Herr sich auf ihre Seite stellt, die mit ihm in den Sieg hineingehen. Und wer das nicht tut, sondern wer natürlich nicht mutig vorangeht, wer nicht aufsteht, wer eben das, was die Welt sagt, als Maßstab nimmt, ja, und wer bereit ist, Kompromisse zu machen, ja, der wird nicht siegreich vorangehen mit dem Herrn. Warum sollte er? Ja, es ist von uns etwas gefordert. Es ist von uns eine Entschlossenheit gefordert. Und da kannst du in der Bibel schauen. Denk doch mal an Schadrach, Meschach und Abednego. Das waren die drei Typen im Feuerofen. Ja, die waren bereit, ihr Leben zu geben, weil sie nicht ihren Glauben kompromittieren wollten und da diese komische Götzenstatue anbeten wollten. Denk an Daniel, an David, ja, an die Könige, ja, an Mose, Jonathan und so weiter, Josef. Leute im Alten Testament, die gestanden haben für das, was sie wissen, wussten, dass es vom Herrn ist. Und die gesagt haben, ich werde nicht weichen, und wenn es mich alle kostet. Die Gefahr ist, dass manche Christen tatsächlich in, wie soll ich mal sagen, in so ein Ding reinkommen können, so wie in der Bibel beispielsweise wie Lot. Lot ist, ich sag's mal so, der ist in die Welt gegangen. Ja? Der hat inmitten eines verdorbenen, gefallenen Systems gelebt, hat so die Maßstäbe und das ganze Ding dieses Systems übernommen und hat darin gelebt und dachte, alles ist super. Er war mit Abraham auf dem Weg ins verheißene Land und dann hat er sich irgendwo in der Sünde niedergelassen. Die Gefahr, dass wir in dem verdorbenen System siedeln und uns das als normal vorkommt, ist relativ groß. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Falle gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns konzentrieren, was sind die Maßstäbe Gottes? Was ist das, was er sagt? Und was ist irgendwas, was die Welt um uns herum sagt? Ja, und dann natürlich noch anderer Gedanke. Schau mal, das Volk Israel war in Ägypten in Sklaverei. In Sklaverei. Und eigentlich hatten die sich über diese Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte damit irgendwie arrangiert. Man hat irgendwie ja so sein Leben gelebt. Es funktionierte ja irgendwie. Ja, ja, das war halt so, man hat schon zum Herrn gerufen, wir wollen hier raus und das ist alles so ätzend. Aber irgendwie liebt es ja. Man hatte sich arrangiert, bleibt doch gar keine andere Option. Ne? So, ich glaube nicht, dass die Leute damals sich vorgestellt haben, sich vielleicht gar nicht vorstellen können,
Wie sieht denn Freiheit aus? Wie sieht das denn aus, wenn wir frei sind? Wer weiß, was sie sich vorgestellt haben? Vielleicht wollen sie einfach nur bessere Arbeitsbedingungen haben. Vielleicht wollen sie einfach nur ein bisschen angesehen haben. Vielleicht wollen sie Bürgerrechte von Ägypten haben und genauso behandelt werden wie die Ägypter. Oder was auch immer. Dass der Herr sie rausführt in ein Land, was zu erobern ist, das haben sie sich bestimmt nicht gedacht. Sie haben sich nicht vorgestellt, wie die Freiheit aussieht, die der Herr für sie hat. Und ich glaube, so sind viele von uns. Ja? Wir wollen, dass der Herr mächtig eingreift, aber wie sieht das aus? Nun, damals sah das so aus, dass die ganzen Plagen kamen. Eine Plage nach der anderen. Und einige der Plagen, die haben auch die Israeliten mitgekriegt. Ja? Also, eine Plage kam nach der anderen. Die Plagen, die Katastrophen waren dazu da, das Volk Gottes, die Söhne Gottes, die Töchter Gottes aus diesem System rauszuholen. Aus dem System Ägyptens, aus der Herrschaft des Sklaventreibers, ein Bild für den Teufel, rauszuholen. Das alles musste geschehen durch Katastrophen, indem sie nämlich ihr Arrangements, die sie getroffen hatten, einfach verloren haben. Und irgendwann war es soweit, dass sie komplett rausgezogen sind. Und exakt das ist es, was für uns gilt. Weißt du, die ganze Endzeit-Szenarien mit all den Katastrophen und all diesen fürchterlichen Ereignissen, wie das Buch, was Sigrid gerade vorgestellt hat, da ist es so, das Endziel ist, dass das Volk Gottes rausgelöst wird aus dem Weltsystem, rauskommt aus diesem verrotteten, verdorbenen Weltsystem, hineinkommt in das Reich Gottes. Und deshalb diese ganzen Katastrophen. Die Katastrophen der Endzeit, die kannst du als prophetisches Bild in den Katastrophen sehen, in den Plagen sehen, die über Ägypten gegangen sind. Ja? So, der Herr will uns rausholen, damit wir Reich Gottes konform leben und frei werden von dieser Welt und ihrer Gefangenschaft. Und so glauben wir wirklich, dass diese Katastrophen, in denen wir uns momentan befinden, und da haben wir schon öfter darüber gesprochen, wie Wehen sind. Wehen. Und wir glauben, die erste riesige Wehe ist bereits dabei, über die Welt zu gehen oder vielleicht sogar schon abgeklungen und jetzt kommt die nächste. Und warum die Wehen? Wieso Wehen? Wieso gebraucht Jesus das Bild von Wehen? Weil etwas zur Geburt kommen muss. Die Wehen sind etwas, was etwas zur Geburt bringt. Halleluja. Und dazu, weil der Herr zur Geburt bringen möchte, wird das ganze Weltsystem erschüttert. Ja? Damit die Söhne und Töchter Gottes, erkauft durch das Blut Christi, rauskommen können, frei werden können. Ja? Und ich glaube, dass der Herr letztlich diese gewaltigen Erschütterungen in diesem Weltsystem deshalb durchführt, damit das Volk Gottes zusammenkommt, damit Menschen gerettet werden und das Volk Gottes herausgelöst wird aus diesem elenden Weltsystem. Vielleicht ist das zu herausfordernd für dich. Vielleicht sagst du, das ist alles too much. Aber wenn du überlegst, was Christus getan hat, welche Brutalität er sich ausgesetzt hat, um uns Erlösung zu erschaffen, glaubst du wirklich, dass wir einfach so happy-clappy ohne irgendwelche persönliches Investment, Hingabe, einfach so in die Ewigkeit reinschlittern. Hey, der Herr hat alles für uns gegeben. Im Gegenzug erwartet er, dass wir alles auch für ihn geben. Und das ist das, wo wir uns hinbewegen. In eine Zeit, wo wir wirklich alles für ihn geben müssen. Und noch ein Gedanke. Weißt du, es heißt in der Bibel, dass die ganze Schöpfung das Hervorkommen der Söhne und Töchter Gottes, der Kinder Gottes, ersehnt. Ja? Denn die Schöpfung ist gefallen, die Schöpfung ist gefangen in Vergänglichkeit, letztlich im Tod. Ja? Und sie sehnt sich nach Erlösung. Sie sehnt sich nach dem, was im Grunde genommen den Absichten Gottes entspricht. Sie sehnt sich nach dem, was Gott eigentlich geplant hat. Die ganze Schöpfung leidet mit, dass der Mensch unter dieser Herrschaft des Bösen sich begeben hat und die ganze Schöpfung dadurch immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Erlösung wird allerdings nicht von uns Menschen kommen. Ja, kein Mensch kann Erlösung produzieren. Das ist etwas, was vom Herrn kommt. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 19 bis 22.
Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier siehst du wieder, welche Position die hat. Wenn die Kinder Gottes in ihre Position kommen, atmet die ganze Schöpfung auf. Die Schöpfung leidet. Worunter leidet sie? Unter der Herrschaft des Bösen. Ja? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das ist absolut das, was momentan passiert. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Warum? Dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Das ist eigentlich das, worum es in der Endzeit geht. Das ist eigentlich das, was momentan stattfindet. Und als Söhne und Töchter sollen wir offenbar werden. Das heißt, wir sollen erkennbar sein, wie wir die Werke Gottes umsetzen. Das ist dein und mein Auftrag. Das ist das, was wir tun sollen. Ja? Und deshalb glaube ich, dass wir wirklich da weitergehen müssen. Und wir müssen davon wegkommen, uns von dem, was im Natürlichen ist, leiten zu lassen. Ob das Natürliche zu sehen oder wir beurteilen die Dinge im Natürlichen, ziehen unsere Rückschlüsse und denken, das wäre die Wahrheit. Das ist nicht vernünftig. Die Dinge laufen auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Level. Ja? Das, was wir mit natürlichen Augen sehen können und beurteilen können, ist nur ein winziger Aspekt der eigentlichen Wahrheit. In der geistlichen Dimension sehen die Dinge komplett anders aus. Und wir müssen die Dinge geistlich beurteilen und geistlich verstehen. Und das ist etwas, was der Herr für uns hat. Gut. Ich persönlich glaube, dass momentan eine Welle von Verführung über die ganze Welt geht. Ich glaube, dass das gigantisch ist und dass da viel Lüge, Manipulation, Propaganda ist weltweit, überall. Und ich glaube, dass viele, viele, viele Personen des öffentlichen Lebens weltweit Lüge angezogen haben wie einen Mantel. Wie einen Mantel. Und ich persönlich glaube, viele sind durch Korruption erpressbar. Die haben irgendwo sich bestechen lassen oder was und sind jetzt erpressbar. Viele haben vielleicht auch durch einen Eid, den sie gegeben haben, sich erpressbar gemacht. Viele, glaube ich, auch haben einen Pakt wirklich mit dem Feind geschlossen, wegen was auch immer. Und ich glaube, es ist viel öfter der Fall, als uns das bewusst ist oder als wir das vorstellen können. Und dann glaube ich, dass in vielen einfach auch dämonische Mächte enthalten sind. In vielen der großen Personen des öffentlichen Lebens weltweit. Ja? Dämonen des Hasses, der Menschenverachtung, der Gier, der Machtbesessenheit oder was auch immer. Die Menschen dazu treiben, Dinge zu tun, die einfach böse sind und schlecht sind. Und viele sind einfach nur Mitläufer. Die kämpfen um ihr eigenes Überleben, ja, und sind in dem verdorbenen System, wissen vielleicht auch, dass da Schweinereien laufen, aber sie laufen einfach mit. Sie laufen einfach mit. Viele versuchen, ihr Gewissen abzutöten. Ja? Ihr Gewissen abzutöten. Und manche sind tatsächlich echte Diener Satans. Ja? Diener Satans, die einfach das antichristliche Reich vorbereiten. Ne? Gibt es welche, die sind das bewusst und welche, die sind es unbewusst. Ich hatte ja gesagt, die Hölle hat ihre Taschen geleert in dieser Zeit, um wirklich alle Kräfte, die da sind, auszukippen und die Welt unter ihre Herrschaft zu bringen. Ne? So, das ist das, was ich im Vorfeld sagen wollte, bevor ich jetzt zu dem Eigentlichen komme, um das es geht, nämlich diesen prophetischen Reden Gottes, was ich dir weitergeben möchte. Ja, dieses Wort, wie auch das, was ich gerade erzählt habe, ist natürlich, das weiß ich, sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd. Und das war auch meine Absicht. Ich fordere mich ja auch selbst heraus. Ja, ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der mit größter Begeisterung in den Kampf zieht, sondern ja, ich mag es auch gern gemütlich. Es ist aber keine Zeit dafür.
sondern wir müssen wirklich hineingehen in das, was der Herr für uns hat. Das, was ich dir jetzt gleich vortragen werde, ist eine andere Sichtweise und du musst das prüfen. Prophetie muss immer geprüft werden, das ist deine Verantwortung. Du musst überlegen, du musst beten mit dem Herrn, ist das wirklich etwas, was ich nehmen kann, was jetzt für mich dran ist, was ich aufgreife. Aber du solltest nicht ein prophetisches Wort ablehnen, nur weil du sagst, nee, also das kann ich mir so nicht vorstellen. Das ist nicht der Maßstab, nach dem du das beurteilst. Deine Vorstellung ist nicht der Maßstab. Schau ins Alte Testament. Die Worte, und zwar sowohl die positiven wie die negativen, die gegeben worden sind vom Propheten, konnten sich die Leute auch nicht vorstellen. Ja? Trotzdem war es echte Prophetie. Ne? Also nach deiner Vorstellung zu beurteilen, ist unweise. Du musst es aus dem Geist beurteilen, du musst darüber beten, du musst es prüfen, und zwar ganz offen und ehrlich und unvoreingenommen vor dem Herrn. Dazu sind wir aufgefordert. Gut, ich muss sagen, ich war selber überrascht über das, was dann kam. Es ist ein prophetisches Diktat, das heißt, ich höre das und in dem Fall habe ich es per Audio aufgenommen, was ich gehört habe, was der Herr mir gesagt hat und dann anschließend abgetippt. Und in diesem Text, in diesem Wort, was er mir gegeben hat, kommen 8 Aussagen vor über Dinge, die sich einfach in unserem Land schon verändert haben. Und die sind zumindest für mich teilweise überraschend. Bei einigen habe ich eine Verlinkung und weiß, was passiert ist und wie man beispielsweise gebetet hat oder wo das Reich Gottes vorwärts gegangen ist, das Volk Gottes vorwärts gegangen ist. Bei manchen habe ich keine Ahnung. Ich sage, ist völlig neu für mich. Ich weiß nicht, was da passiert ist oder wer das vom Herrn aufs Herz bekommen hat, da im Gebet vorwärts zu gehen. Also ich gebe es dir so weiter, wie ich es empfangen habe. Am 13. Oktober 2020. Du siehst, dass Ungerechtigkeit überhand nimmt. Du siehst, dass Willkür überhand nimmt. Du siehst, dass Unwahrhaftigkeit überhand nimmt. Du siehst, dass mit zutiefst unehrlichen Argumenten eine Fülle von widergöttlichen Zielen verfolgt wird. Du siehst, wie Mächte der Bosheit scheinbar unkontrolliert willkürlich im Land herumwüten. Du siehst, dass Böses Gut und Gutes Böse genannt wird. Für genau diese Zeit habe ich meinem Volk schon vor langer Zeit geboten, dass sie sich erheben sollen. Dass sie ihren Blick erheben sollen. Dass sie sich freuen sollen. Weil ihre Erlösung naht. Ich habe dir immer wieder gesagt, dass Erschütterungen kommen werden. Und jetzt sind sie da. Ich habe dir gesagt, dass gewaltige Umwälzungen kommen werden. Und dass die Systeme der Welt kollabieren werden. Und exakt das ist das, was jetzt beginnt zu geschehen. Du hast nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Du hast nicht gedacht, dass es mit so offensichtlicher Lüge und so offensichtlichem Machtmissbrauch auf solch einem kleinen und durchschaubaren Level kommt. Du hast nicht gedacht, dass es letztlich so erbärmlich ist. Doch alles, was der Feind tut, ist erbärmlich. Und alle, die mit ihm gemeinsame Sachen machen und sich zu seinen Agenten machen lassen, sind erbärmlich. In dieser Phase musst du verstehen, dass es wirklich an der Zeit ist, das Haupt zu erheben. Es ist wirklich an der Zeit, für das Volk Gottes Regentschaft einzunehmen. Es ist wirklich an der Zeit, Position zu beziehen, im Geist, um dem, was der Feind geplant hat, entgegenzutreten. Es ist wirklich an der Zeit, das Haupt zu erheben und voranzugehen. Wer will dem Volk Gottes widerstehen, wenn es im Geist vorangeht? Doch der größte Teil meines Volkes ist nicht geschult, im Geist zu sehen und im Geist Dinge zu beurteilen. Sie glauben dem, was die Welt sagt und denken, sie wären richtig informiert. Sie beurteilen und verurteilen Dinge nach dem Maßstab dieser gefallenen Welt.
Viele meiner Kinder sind in die Falle gegangen und nennen, ebenso wie die Welt, Gutes böse und Böses gut. Ich werde dir sagen, was in der geistlichen Dimension über Europa und insbesondere dem deutschsprachigen Europa gerade geschieht. Und dann kamen diese ganzen Aussagen vom Herrn und ich habe, wie gesagt, das in 8 Punkte zusammengefasst. Erstens, ich habe mir eine Armee von Betern, Propheten, Sehern, Kämpfern, Fürbittern, Aposteln, Trainern, Ausbildern, Leitern, Generälen und Offizieren, Kundschaftern und viele mehr zugerüstet. Fast überall sind sie verborgen, beten im Verborgenen und lassen sich durch meinen Geist leiten, die Dinge des Reiches Gottes in Existenz zu beten. Sie sind oft unscheinbar im Natürlichen. Doch im Geist sind es mächtige Männer und Frauen Gottes. Diese Armee ist nicht von Menschen kontrolliert, nicht von Menschen zusammengestellt, nicht von Menschen geleitet, sondern durch meinen Geist für diese Zeit. Sie attackieren die Bollwerke des Feindes in ganz unterschiedlicher Weise. Und sehr oft sind sie sehr effektiv. Sie haben gelernt, sich nicht durch Aktionismus leiten zu lassen, durch das, was im Natürlichen logisch und schlüssig zu sein scheint, sondern durch meinen Geist, durch meine Impulse. Zweitens, die Macht des Pergamon-Altars mitten in Berlin ist durch die Attacken im geistlichen Bereich extrem geschwächt, fast ausgeschaltet. Das damit verbundene Netzwerk von Personen, von denen viele im öffentlichen Leben bekannt sind, ist extrem geschwächt im geistlichen Bereich. Die Informationskanäle sind geschwächt, die Quellen der Finsternis sind verstopft. Das ganze System ist viel, viel schwächer, als es nach außen scheint. Das ganze Netzwerk hat sehr empfindlichen Schaden erhalten und wird weiterhin geschwächt und vernichtet werden. Ich sage dir nochmals, viele der Personen des öffentlichen Lebens werden, wenn Flutwellen des Lichtes und der Wahrheit über das Land gehen, sich nicht mehr auf die Straße trauen, werden vor Gericht stehen. Viele werden ins Gefängnis kommen. Einige werden sich umbringen. Und bei einigen wird man versuchen, sie umzubringen, weil die empörte Menge versucht, sie umzubringen. Ich werde vollkommen unbekannte Menschen aus der 3. und 4. Reihe erheben und ich werde viele derjenigen, die jetzt verfolgt und angeprangert werden, in Position bringen. Drittens, die Macht der Berliner Erklärung in der geistlichen Dimension ist gebrochen. Viertens, die Macht der Einflüsse der Freimaurerei in meinem Volk sind gebrochen und sie waren vielfältig. Fünftens, die Einflüsse von Kräften wie Isabel in zahlreichen Gemeinden sind bloßgestellt. Sechstens, die Macht satanischer Einflüsse und der Macht von Religiosität in meinem Volk ist drastisch geschwächt. In vielen, vielen Kreisen. Siebtens, meine Armeen des Himmels marschieren tatsächlich über den Kontinent. Gemeinsam mit meinem Volk, das in Fürbitte vorangeht, zerstören sie die Bollwerke der Finsternis. Und obwohl es äußerlich in keiner Weise danach aussieht, sind die Kräfte der Bosheit so schwach wie noch nie in ganz Mitteleuropa. Das ist das, wo diese Prophetie von dem Tim Sheets ansiedelt. Diese Armeen des Himmels. Deshalb habe ich dir dieses Buch empfohlen. Denk dran, das prophetische Wort als PDF kann ich dir gerne zuschicken, wenn du mich anschreibst. Und dann sagt der Herr, dies sind Wahrheiten, die du nur im Geist erfassen kannst. Und die meine Kinder, die nicht gelernt haben, Dinge im Geist zu sehen und zu beurteilen, nicht akzeptieren werden.
Achtens. Die Decke der Dunkelheit, die sich über ganz Europa komplett erstreckt hat, ist über vielen Ländern bereits komplett zusammengebrochen und der Himmel ist offen. Der Himmel über Deutschland, Österreich, der Schweiz, ganz Mitteleuropa ist komplett offen. Die Decke der Finsternis, die die Machenschaften des Feindes gedeckt und unterstützt hat, ist im Geist bereits nicht mehr da. Manche meiner Kinder haben in sehr effektiver Art und Weise zu kämpfen gelernt und attackieren die Mächte der Finsternis, anstatt sich von ihnen einschüchtern zu lassen. Deshalb haben wir unter anderem diese Nissi-Beter gegründet, die genau da in dieser Weise vorangehen. Und das ist auch das, was wir mit den Schofa-Einsätzen erleben. Ja, die sind so grandios. Diese Schofa-Einsätze sind etwas, was ganz gezielt diese Decke der Finsternis attackiert hat und mitgeholfen hat, die zum Einsturz zu bringen. Das ist eine interessante Geschichte, wenn man da tiefer einsteigt, was hat das mit dem Schofa zu tun? Aber es ist etwas, wo ich sagen kann, jawohl, das habe ich selbst so erlebt. Ich habe selbst prophetische Bilder gehabt, wo ich gesehen habe, wie riesige Teile dieser Decke, die ursprünglich über ganz Deutschland, überall war, abgebrochen sind im Geist und verschwunden sind. Der Himmel ist offen über uns. Und dann sagt der Herr weiter, all dies ist verborgen. Und es ist auch vielen Christen verborgen, vielen Gemeinden verborgen, vielen Pastoren und geistlichen Leitern verborgen. Weil es in der geistlichen Dimension stattfindet. Und dann sagt der Herr, das fand ich interessant formuliert, er sagt, nun ist die berechtigte Frage, wann das, was in der geistlichen Dimension bereits freigesetzt ist, sich im Natürlichen zeigen wird. Ja, wirklich, das ist genau die Frage. Amen dazu. Und dann sagt er, so höre, es wird zahlreiche Erschütterungen geben, die in immer kürzeren Abständen über das Land und den ganzen Kontinent gehen, ja, über Teile der ganzen Welt. Dinge werden offenbar werden, die komplett undenkbar sind für die meisten Menschen. Verstrickungen, Korruption, Schandtaten, Erpressung, Gier, Macht, Niedertracht. Es wird das Vertrauen der Menschen extrem erschüttern, denn alles wird erschüttert, was erschüttert werden kann. Und das ist alles, was nicht auf dem festen Fundament Christus steht. Die Politik wird erschüttert, alle Art von Medien werden erschüttert, die Finanzwelt wird erschüttert, die Wirtschaft wird erschüttert, das Ausbildungssystem wird erschüttert, das Rechtssystem wird erschüttert, das ganze Sozialsystem und Versorgungssystem wird erschüttert und vieles mehr. Das Vertrauen der Menschen in das, was ihnen so sicher schien, wird erschüttert. All die falschen Sicherheiten, all die falschen Konzepte. Wie ich verheißen habe, werden Flutwellen von Licht und Offenbarung über dieses Land und den Kontinent gehen. Es wird sein, wie wenn auf einmal der helle Tag anbricht und die Albträume der Nacht erkennbar werden. Das, was am meisten erschüttert werden wird, ist das System des Bösen, die Struktur des Bösen, das Netzwerk des Bösen. Und dann, und damit bin ich schon fast am Ende, hat der Herr etwas gesagt, was mich sehr begeistert hat und was ich sehr, sehr herausfordernd fand von der Aussage. Aber ich gebe es so weiter, wie ich es gehört habe. Ich habe gehört, dass er sagt, ich werde eine gewaltige Gnadenzeit geben. Und die Nationen Mitteleuropas werden in die Fülle ihrer Bestimmung kommen. Es wird eine extrem herausfordernde und extrem segensreiche Zeit für mein Volk sein. Ich werde Millionen und Millionen von Menschen in Mitteleuropa in mein Reich ziehen, bevor das Ende kommt.
Viele meiner Kinder glauben das nicht, weil sie der falschen Propaganda über das Ende der Tage geglaubt haben. Doch sie werden sehen. Viele von denjenigen, die jetzt noch sehr ablehnend sind, werden zu mächtigen Segensträgern für viele werden und helfen, meine Pläne und Absichten umzusetzen. Deshalb, mein Volk, erhebt eure Häupter. Eure Erlösung naht. Das war das Wort, was ich am 13.10. vom Herrn empfangen habe. Und ich bin sicher, es segnet dich. Es ist herausfordernd für viele, weil es nicht so dem klassischen Bild entspricht. Die Macht der Finsternis ist nicht so stark, wie sie scheint. Die Armee des Herrn geht vorwärts. Die Decke der Dunkelheit ist weg. Die Bollwerke der Finsternis sind schon stark attackiert. Ich würde mal so sagen, Erweckung liegt in der Luft. So fühlt sich das für mich an, was der Herr sagt. Und die Bibelstelle, und damit bin ich am Ende, die ich dazu auch sagen möchte, ist Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Herr, ich möchte dir danken für das Vorrecht, dass wir dein Reden hören dürfen. Ich möchte dir danken für das Vorrecht, dass du zu uns sprichst. Ich möchte dir danken für das Vorrecht, prophetische Worte hören zu können und dass wir sie prüfen dürfen. Dass du uns durch deinen Geist leitest, die zu prüfen. Ich möchte dir danken dafür, dass du sprichst. Dass wir nicht auf das, was die Welt sagt, hören müssen oder was unser Verstand oder der Teufel uns vorgaukelt, sondern was du sagst. Herr, ja, und das ist so kostbar. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der zuschaut, diejenigen, die das begeistert aufnehmen, wie diejenigen, die ihre Fragen haben oder sagen, wie kann das sein, dass sie das wirklich im Geist prüfen und dass du ihnen Klarheit gibst und dass du ihnen Offenbarung gibst, Herr. Herr, gleichzeitig sage ich, wir brauchen dringend deine Führung, dass wir in dieser Armee uns positionieren und an der richtigen Stelle stehen. Wir wollen diese Gnadenzeit für Europa haben. Wir brauchen sie dringend. Herr, um uns herum sind Millionen von Menschen, die dabei sind, in die ewige Verdammnis zu gehen, wenn wir ihnen nicht das Licht bringen, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit bringen und das Evangelium. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass dein Volk aufsteht und in dieser kritischen Stunde vorwärts geht und das tut, was du uns geboten hast, nämlich dein Wort weiterzugeben und in der Kraft des Geistes vorwärts zu gehen. Und ich bete für diese Kraft des Geistes. Ich bete, wie es in dem einen Wort hieß, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, neu erfüllt, erfrischt, gestärkt und dass wir auf einem ganz anderen Level vorwärts gehen können. Herr, diese Armee des Himmels, die vorwärts marschiert. Wir wollen uns da einklinken und wir wollen mitgehen und wir wollen mit vorwärts gehen und wir wollen sehen, dass Dinge, die bis jetzt undenkbar sind, in diesem Land geschehen. Herr, du hast Großes verheißen und wir beten, dass das Ende nicht kommt, bevor nicht die Erweckung gekommen ist, bevor nicht Millionen gerettet worden sind, auch in unserer Nation, nicht nur in Brasilien, nicht nur in Argentinien, nicht nur in China, nicht nur in Südafrika oder wo auch immer, sondern auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und wo immer wir hier sind. Wir beten für unsere Länder, wir beten dafür, dass du Gnade schenkst, ja, Segen schenkst, Gnadenzeit gibst und dass wir bereit sind, uns dieser Armee anzuschließen im Geist. Yes. Halleluja. Herr, wir erwarten, dass dein Reden, dein Wort in uns tiefe Wurzeln schlägt, dass es hervorkommt, dass etwas in uns wächst, was an Verheißung, an Zuversicht, an Hoffnung für unser Land ist. Herr, wir glauben, dass du ein tiefes Werk in uns tust, in allen deinen Kindern, die an dich glauben, die deine Kinder geworden sind, die dir vertrauen, die mit dir weiterlaufen, die mit dir wandeln und die in deinem Auftrag vorwärts gehen. Yes. Denn wir sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Amen. Herr, wir danken dir für diese großartige Verheißung, die wir in deinem Wort lesen. Wir danken dir, dass wir erwarten dürfen, dass du dieses Werk in uns tust. Herr, verinnerliche diese Worte, die wir gehört haben. Verinnerliche sie uns. Hilf uns, Heiliger Geist, dass wir sie wirklich in unserem Herzen, in unserem ganzen Sein
Gefallen erfassen und dass wir unsere ganze Erwartung auf dich ausrichten, dich zu sehen, dich zu hören und in deinen Schritten zu laufen. Herr, wir glauben, dass du dieses an uns, mit uns und durch uns tun wirst. In Jesu Namen. Herr, wir segnen alle, die zugehört haben. Wir segnen alle mit diesen Worten der Gnade, der Auferbauung, der Hoffnung und der Zuversicht, dass wir alle gefunden werden in deinem Plan und dass wir wiedergefunden werden in der Ewigkeit und vor dir stehen als die Treuen, die Auserwählten und die Berufenen in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Amen. 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 Damit sind wir für heute in dieser, mit dieser Zeit, mit dieser genialen Zeit, mit starker Zeit, sind wir am Ende. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir freuen uns auf Kommentare. Genau, wir sind gespannt. Vor allem positive. Wir sind auch gespannt, was das nächste Thema sein wird, was der Herr uns hinlegen wird, auftragen wird. Wir segnen euch von hier aus und wir freuen uns, dass ihr mit uns mit dabei seid. Ja. Noch zum Abschluss noch mal der Hinweis auf dieses Buch. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Ja. Super Buch. Einfach, was wir extrem empfehlen, wirklich extrem empfehlen, weil es eine super gute Grundlage vor der Offenbarung, dem Buch der Offenbarung gibt und diesen Horror erklärt. Ja, und wirklich, wirklich gut erklärt. Sehr es kostet viel nur 9 Euro. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Ist ein richtiges, richtiges cooles Buch. Und ja, plus Versandkosten. Dann dieses Armee-Bild, dieses Buch Armee der Engel, sehr zu empfehlen, auch bei uns. Und wie gesagt, hier das ist ein Buch von mir, Reich, Kraft und Herrlichkeit. Ein Buch über das wichtigste Thema der Endzeit, habe ich es genannt. Amen. Und da ist auch diese Prophetie von dem Tim Sheets drin. Aber wenn du das Buch nicht haben willst, kann ich dir die auch kostenlos zuschicken als PDF. Die Prophetie von dem Tim Sheets. Jawohl, einfach eine E-Mail schreiben, dann schicke ich dir das als Antwort gerne zu. Und wir sind sicher, dass dich das segnen wird und in dieser besonders herausfordernden Zeit einfach auch weiterbringen wird. Amen. Denn das ist genau das, worum es geht, dass wir wissen, was Gott sagt. Amen. Das war das, was uns heute auf dem Herzen lag. Genau. In diesem Sinne. Wunderbar, in diesem Sinne. Wir verabschieden uns. Bis nächsten Freitag. Yes. Seid gesegnet. Ciao. Seid gesegnet.